Ja, ich möchte wieder einmal meine Erfahrung mit einer Actionkamera mit euch teilen. Ich habe euch zunächst die technischen Daten eingeblendet. Wir packen das Ding zunächst erst einmal aus. Es kommt nur das minimale Zubehör, was man auch tatsächlich letztendlich benötigt, mit nicht einer Unmenge, sondern Zubehör zu befestigen an einer Helmkamera. Ein Tauchgehäuse kommt natürlich auch mit, damit könnt ihr sozusagen die Kamera auch locker unter Wasser benutzen. Nehmen Sie einfach mal in die Hand, um ein Bild von der Größe zu machen. Ihr seht, wenn ich sie zwischen zwei Finger nehme, das ist ein kleines Ding. Wir öffnen das Batteriefach, da ist ein Akku drin, dessen Kapazität ich euch hier einblende. Da reicht für eine knappe Stunde Aufnahme. Es kommt kein zweiter Akku mit. Hier eine Deklarationserklärung. Das findet man nicht so oft. Selbstimport ist also möglich. Hier letztendlich auch eine Bedienungsanleitung, die deutsche Passagen enthält, die ausführlich und vor allen Dingen verständlich ist. Hier einfach einmal aufgereiht. All das, was da so mitkommt, das muss ich im Einzelnen nicht erläutern. Das ist ja euch sicherlich ziemlich klar. Jetzt spannen wir uns mal die Kamera in ein Stativ. Die hat ja am Boden ein Viertel Zoll Gewinde. Kann man also in ein Stativ spannen. Hier die beiden Bedienknöpfe, Ein- und Ausschalte und der Mode-Knopf. Oben das Mikrofon, an der Seite Lautsprecher und hier an der anderen gegenüberliegenden Seite sind natürlich HDMI-Eingang und ein USB-Eingang zum Aufladen und natürlich der Schacht für eine Micro-SD-Karte. Ohne die geht gar nichts. Und jetzt schalten wir es kurz ein, um zu wissen, ob sie einschaltbereit gekommen ist. Ja, sie ist einschaltbereit gekommen. Hier noch einmal der Schacht für diese Micro-SD. Ist ein bisschen fummelig. Man muss spitze Fingernägel haben oder man nimmt ein kleines Werkzeug zur Hilfe. Das Wichtigste und die Besonderheit ist das Touch-Display. Das habe ich also noch nicht bei einer Kamera gehabt. Jedenfalls nicht bei einer Action-Kamera. Hier diese drei Teile und man kann also in den Szenenmodus navigieren. Man kann die entsprechende Szene auswählen. Man kann in das Setup gehen. Selbst dieses Setup-Menü ist dann wieder touch-empfindlich und man kann all das auswählen, was man für erforderlich hält. Dazu sage ich euch gar nichts. Das steht gut in der Bedienungsanleitung. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, letztendlich in dieses Quick-Menü zu gehen. Mit diesem Quick-Menü, also unten dieses Quick-Menü. Hier war der Szenenmodus auf der rechten Seite, auf der linken Seite die Setups und ganz unten ist sozusagen die Möglichkeit eines Quick-Menüs vorhanden. Da kann man das Piepen abstellen, das Mikrofon ein- und ausschalten, den Lautsprecher zuschalten oder abschalten und man kann auch das Wifi einschalten. Jetzt aber zunächst erstmal zu dieser Fernbedienung. Die ist sozusagen ganz toll notwendig, wenn man das Ding auf dem Helm hat. Man kann nicht jedes Mal mit der Hand nach oben gehen. Nimmt einfach diese Fernbedienung. Das ist eine Bluetooth-Fernbedienung. Ist also via Bluetooth mit dieser Kamera verbunden. Dazu müsst ihr das natürlich auch auf der Kamera aktivieren. Leider schaltet sich das immer wieder ab, wenn wir das Ding ein- und ausschalten. Diese Einstellungen werden also nicht sozusagen gespeichert. Jetzt haben wir das eingeschaltet, die Bluetooth-Kopplung ist hergestellt, ich kann mit dem roten Knopf ein Video starten, also eine Aufnahme eines Videos starten und mit dem oberen Knopf auch ein Bild sozusagen auslösen, also eine Aufnahme auslösen. Ja, es hat auch eine Wi-Fi-Möglichkeit, das heißt also, ich kann mich mit dieser Action-Cam via Wifi verbinden, dann eine App installieren und diese App ist natürlich auch hervorragend geeignet, um alle Einstellungen sich anzuschauen oder zu verändern. Auch das ist selbsterklärend. Die einzige Klippe, die man hier überspringen muss, ist, dass wenn man diese App installiert, die natürlich erst leichter in Chinesisch sozusagen installiert wird, da müsst ihr einfach die Sprachtaste finden, um dort dann die Sprache eurer Wahl einzustellen. Hier die möglichen Videoauflösungen. Hier kann man außerdem noch die Zeit synchronisieren oder man kann mal schauen, welche Firmware installiert ist oder man kann auch die Einstellung
bei Bildaufnahmen hier beeinflussen und umschalten. Ja, das sind viele Einstellmöglichkeiten. Schaut euch das am besten an. Ich wollte hier nur sagen, Achtung, Wifi ist deshalb vonnöten, um sich mit dieser App zu verbinden. Und man kann natürlich auch mit dieser App die Kamera sozusagen als Live-Kamera nutzen und am Smartphone beobachten, was sich tut. Ja, hier zunächst eine Fotoaufnahme. Liebe Freunde, hätte ich mir eine bessere Qualität gewünscht. Der Sensor, der dort vorhin benutzt wird, soll wohl ein Panasonic-Sensor sein. Die Angabe bei Amazon ist irrtümlich. Das ist nämlich ein Bewegungssensor, der dort angegeben wird. 30 FPS Full HD, also 1080p Aufnahme. Ich spreche deshalb, weil es sehr wichtig ist, wie sozusagen der Ton verständlich ist oder eben auch nicht verständlich ist. Das mache ich sonst immer mit dem Fahrrad. Das geht viel besser, um die Eindrücke zu sammeln. Action ist ja immer auf dem Fahrrad, nicht eher im Auto. Macht das aber bei diesem Wetter eben mit dem Auto, damit ich euch letztendlich auch ein paar Aufnahmen liefern kann. Ich habe sie nach oben gestellt, damit ich also keine Kennzeichen aufnehme. Die muss ich dann immer hinterher mühselig wieder raus machen, also unkenntlich machen. Fahr mal einfach mal ein kleines Stückchen. Das, glaube ich, reicht, um euch ein Bild von der Qualität zu machen. Sie ist nicht besonders gut. Ihr seht, die Bewegungen sind zwar gut zu erkennen, aber ich hätte mir hier doch schon eine etwas schärfer, hochauflösende Kamera gewünscht. Also jetzt mit 50 FPS und 1080p stelle ich das Ding auf die Motor. Hier geht es mir sozusagen um die digitale Bildstabilisierung. Ist die gut, ist die weniger gut? Ich kann hier keine Unterschiede zwischen an- und abgeschalteter Bildstabilisierung erkennen. Es ist ja auch nur eine Software-Stabilisierung. Das Geräusch kommt vom Rutschen des Statives auf meiner Kühlerhaube. Also jetzt der Versuch ohne Bildstabilisierung, also digitale Bildstabilisierung, stellst wieder auf die Motorhaube. Ohne Bildstabilisierung seht da keine großen Unterschiede. Weiß gar nicht, ob die richtig arbeitet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich blende euch am Schluss dieses Videos dann meine Eindrücke, meine Beurteilungen ein. Das sind subjektive Beurteilungen. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht so sehr gefallen. Wie gesagt, subjektiv beurteilt. Ich weiß nicht, ob diese Kamera bei mir bleiben wird. Mir reicht persönlich die Bildschärfe eher nicht aus. Danke für eure Aufmerksamkeit.